Daher Lemmy, der ein reicher Mann war, seinen beiden Kindern zum Christfest eine besondere Freude machen wollte, rief er Anfang Dezember beim Studentenwerk an und erkundigte sich, ob es stimme, dass die Organisation zum Weihnachtsfest Weihnachtsmänner vermittele. Ja, das habe irgendwo seine Richtigkeit, ne? Studenten stünden dafür bereit, 25 D-Mark koste eine Bescherung, die Kostüme brächten die Studenten mit, die Geschenke müsste der Hausherr natürlich selbst stellen. Versteht sich, sagte Herr Lemm, gab die Adresse seiner Villa in Berlin-Dahlem an und bestellte einen Weihnachtsmann für den 24. Dezember um 18 Uhr. Seine Kinder seien noch klein, da sei es nicht so gut, sie allzu lange auf die Bescherung warten zu lassen. Der bestellte Weihnachtsmann kam pünktlich. Er war ein Student mit schwarzem Vollbart. Unter dem Arm trug er ein Paket. Sagen Sie mal, Rudi, wollen Sie so auftreten? Fragte Helle. Nein, antwortete der Student. Da kommt natürlich noch ein weißer Bart drüber. Kann ich mich hier irgendwo umziehen? Er wurde in die Küche geschickt. Oh, da stehen aber leckere Sachen, sagte er und deutete auf die kalten Platten, die auf dem Küchentisch standen. Ja, nach der Bescherung, wenn die Kinder im Bett sind, wollen doch Geschäftsfreunde meines Mannes vorbeischauen, erwiderte die Hausfrau. Daher eilt es etwas. Können Sie bald anfangen? Der Student war schnell umgezogen. Er hatte jetzt seinen roten Mantel mit roter Kapuze an und band sich einen weißen Bart um. Und nun zu den Geschenken, sagte Herr Lemm. Diese Sachen sind für den Jungen, Thomas. Er zeigte auf ein kleines Fahrrad und andere Spielsachen. Und das bekommt das Mädchen. Petra. Ich meine die Puppe und die Sachen da drüben. Die Namen stehen jeweils drauf, da wird ja wohl nicht schief gehen. Ah, und hier ist noch ein Zettel, auf dem ein paar Unarten der Kinder notiert sind. Reden Sie ihnen mal ins Gewissen, aber verängstigen Sie sie nicht. Vielleicht genügt es, etwas mit der Rute zu drohen und versuchen Sie, die Sache möglichst rasch zu machen, weil wir noch Besuch erwarten. Der Weihnachtsmann nickte und packte die Geschenke in den Sack. Rufen Sie die Kinder schon ins Weihnachtszimmer, ich komme gleich nach. Und noch eine Frage. Gibt es hier ein Telefon? Ich muss jemanden anrufen. Auf der Diele rechts. Danke. Nach einigen Minuten war dann alles soweit. Mit dem Sack über dem Rücken ging der Student auf die angelehnte Tür des Weihnachtszimmers zu. Einen Moment lang blieb er stehen. Er hörte die Stimme von Herrn Lemm, der gerade sagte, wisst ihr, wer jetzt gleich kommen wird? Ja, Petra, der Weihnachtsmann, von dem wir euch schon so viel erzählt haben. Benehmt euch schön brav. Fröhlich öffnete er die Tür. Blinzelnd blieb er stehen. Er sah den brennenden Baum, die erwartungsvollen Kinder, die feierlichen Eltern. Es hatte geklappt. Jetzt fiel die Falle zu. Ja, guten Tag, liebe Kinder, sagte er mit tiefer Stimme. Ihr seid also Thomas und Petra. Und ihr wisst sicher, wer ich bin, oder? Oh. Der Weihnachtsmann, sagte Thomas etwas ängstlich. Ganz richtig. Und ich komme zu euch, weil heute Weihnachten ist. Doch bevor ich nachschaue, was ich alles in meinem Sack habe, wollen wir erstmal ein Lied singen, ja? Kennt ihr Stille Nacht, Heilige Nacht? Ja? Also. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft. Er begann mit lauter Stimme zu singen. Doch mitten im Lied brach er ab. Aber, die Eltern singen ja gar nicht mit. Jetzt fangen wir alle noch mal von vorne an. Oder haben wir den Text etwa nicht gelernt? Hä? Wie geht denn das Lied, Herr Lemm? Herr Lemm blickte den Weihnachtsmann befremdet an. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft. Einer wacht. Der Weihnachtsmann klopfte mit der Rute auf den Tisch. Einsam wacht! Weiter! Nur das Traute! Oh, nur das Traute, hochheilige Paar, sagte Frau Lemm betreten und leise fügte sie hinzu. Holder Knabe im lockigen Haar. Vorsagen gilt nicht, sagte der Weihnachtsmann barsch und hob die Rute. Wie geht's weiter? Holder Knabe im lockigen... Im lockigen was? Ich weiß nicht, sagte Herr Lemm. Aber was soll denn diese Fragerei? Sie sind doch hier um... Seine Frau stieß ihn in die Seite und als er die erstaunten Blicke seiner Kinder sah, verstummte Herr Lemm. Holder Knabe im lockigen Haar, sagte der Weihnachtsmann. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Das nächste Mal lernen wir das besser. So,
Und jetzt nehmen wir alle noch mal zusammen, stille Nacht. Alles klar? Gut, Kinder, sagte er dann. Eure Eltern können sich ein Beispiel an euch nehmen, so. Jetzt geht's an die Bescherung. Wir wollen noch mal sehen, was wir hier im Sack haben. Aber Moment, hier liegt ja noch ein Zettel. Er griff nach dem Zettel und las ihn durch. Sag mal, stimmt das, Thomas, dass du in der Schule oft ungehorsam bist und den Lehrern widersprichst? Ja, sagte Thomas kleinlaut. So ist das richtig, sagte der Weihnachtsmann. Nur dumme Kinder glauben alles, was ihnen die Lehrer erzählen. Bravo, Junge. Herr Lem sah den Studenten beunruhigt an. Aber, begann er. Sei doch still, sagte seine Frau. Wollten Sie was sagen? Fragte der Weihnachtsmann und strich sich über den Bart. Nein. Nein, lieber Weihnachtsmann, heißt das immer noch. Aber jetzt kommen wir zu dir, Peter. Du sollst manchmal bei Tisch reden, wenn du nicht gefragt wirst. Ist das wahr? Petra nickte. Gut so, sagte der Weihnachtsmann. Wer immer nur redet, wenn er gefragt wird, bringt es in diesem Leben zu nichts. Und da ihr so brave Kinder seid, solltet ihr auch belohnt werden. Aber bevor ich in den Sack greife, hätte ich gerne etwas zu trinken. Er blickte die Eltern an. Wasser? Fragte Frau Lem. Nein, Whisky. Ich habe in der Küche eine Flasche Chivas Regal gesehen. Würden Sie mir davon etwas einschenken, bitte? Ohne Wasser, aber mit Eis. Ja. Mein Herr, sagte Herr Lem, aber seine Frau war schon aus dem Zimmer. Sie kam mit einem Glas zurück, das sie dem Weihnachtsmann anbot. Er leerte es und schwieg. Merkt euch eins, Kinder, sagte er dann. Nicht alles, was teuer ist, ist auch gut. Dieser Whisky kostet etwa 50 D-Mark pro Flasche. Davon müssen manche Leute einige Tage leben. Und eure Eltern trinken das einfach runter. Ein Trost bleibt, der Whisky schmeckt nicht besonders. Herr Lem wollte etwas sagen, doch als der Weihnachtsmann die Rute hob, ließ er es. So, jetzt geht's an die Bescherung. Der Weihnachtsmann packte die Sachen aus und überreichte sie den Kindern. Er machte dabei kleine Scherze, doch es gab keine Zwischenfälle. Herr Lem atmete leichter. Die Kinder schauten respektvoll zum Weihnachtsmann auf, bedankten sich für jedes Geschenk und lachten, wenn er einen Scherz machte. Sie mochten ihn offensichtlich. Ja, schau mal. Und hier habe ich was Schönes für dich, Thomas, sagte der Weihnachtsmann. Ein Fahrrad, komm, steig mal drauf. Thomas strampelte, der Weihnachtsmann hielt ihn fest und gemeinsam drehten sie einige Runden im Zimmer. So, und jetzt bedankt euch mal beim Weihnachtsmann, rief Herr Lem den Kindern zu. Er muss nämlich leider gehen, er muss noch viele, viele Kinder besuchen. Deswegen gerade jetzt, leider, es tut mir auch leid. Thomas schaute den Weihnachtsmann enttäuscht an. Da klingelte es. Brudo. Oh, sind das die Gäste? Fragte die Hausfrau. Ja, wahrscheinlich, sagte Herr Lem und sah den Weihnachtsmann eindringlich an. Öffnet doch. Die Frau tat das. Und ein Mann mit roter Kapuze und rotem Mantel, über den ein langer weißer Bart wallte, trat ein. Ich bin Knecht Ruprecht, sagte er mit tiefer Stimme. Währenddessen hatte Herr Lem im Weihnachtszimmer noch einmal betont, dass der Weihnachtsmann jetzt leider gehen müsse. Nun bedankt euch mal schön, Kinder, rief er, als Knecht Ruprecht das Zimmer betrat. Hinter ihm kam Frau Lem und schaute ihren Mann achselzuckend an. Ja, da ist ja mein Volknecht Ruprecht, sagte der Weihnachtsmann fröhlich. Ja, du Irres, erwiderte dieser. Da draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr so und jetzt hätte ich gern was zu essen. Ja, wundert euch nicht, sagte der Weihnachtsmann zu den Kindern gewandt. Ein Weihnachtsmann alleine könnte nie all die Kinder bescheren, die es auf der Welt gibt. Deswegen habe ich Freunde, die mir dabei helfen. Knecht Ruprecht, den heiligen Nikolaus, Sankt Gosen und auch viele andere. Es klingelte wieder. Blau, blau. Die Hausfrau blickte Herrn Lem an, der so verwirrt war, dass er mit dem Kopf nickte. Sie ging zur Tür und öffnete. Vor der Tür stand ein dritter Weihnachtsmann, der ohne Zögern eintrat. Boah, mein
Mensch, ey, Wahnsinn, sagte er. Diese Kälte, hier ist ja beinahe so kalt wie am Nordpol, wo ich zu Hause bin. Mit diesen Worten betrat er das Weihnachtszimmer. Ich bin St. Nikolaus, ne? Fügte er hinzu. Und ich freue mich immer, wenn ich brave Kinder sehe. Da sind sie doch, oder was? Die sind sehr brav, sagte der Weihnachtsmann. Nur die Eltern gehorchen nicht immer. Denn sonst hätten sie schon längst eine von den kalten Platten und etwas zu trinken gebracht. Verschwinden Sie! Flüsterte Herr Lem in das Ohr des Studenten. Ja, sagen Sie das doch so laut, dass Ihre Kinder es auch hören können. Antwortete der Weihnachtsmann. Ihr gehört jetzt ins Bett, sagte Herr Lem. Nein, 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 brüllten die Kinder und klammerten sich an den Mantel des Weihnachtsmannes. Hunger, sagte St. Nikolaus. Die Frau holte ein Tablett. Die Weihnachtsmänner begannen zu essen. In der Küche steht Whisky, sagte der Erste. Und als Frau Lem sich nicht rührte, machte sich Knecht Ruprecht auf den Weg. Herr Lem lief hinter ihm her. In der Diele stellte er den Knecht Ruprecht, der mit einer Flasche und einigen Gläsern das Weihnachtszimmer betreten wollte. Lassen Sie die Hände vom Whisky. Thomas, rief Knecht Ruprecht laut. Und schon kam der Junge auf seinem Fahrrad angestrampelt. Erwartungsvoll blickte er Vater und Weihnachtsmann an. Mein Gott, sagte Herr Lem. Doch er ließ Knecht Ruprecht vorbei. Tu doch mal was dagegen, sagte seine Frau. Das ist ja furchtbar, nun tu doch was. Was soll ich denn tun? Fragte er. Da klingelte es. Was werden die Gäste sagen? Ja, und wenn sie es nicht sind? Dann hol ich die Polizei. Herr Lem öffnete. Ein junger Mann trat ein. Auch er hatte einen Wattebart im Gesicht, trug jedoch keinen roten Mantel, sondern einen weißen Umhang, an dem er zwei Flügel aus Pappe befestigt hatte. Der Weihnachtsmann, der auf die Diele getreten war, als er das Klingeln gehört hatte, schwieg wie die anderen. Hinter ihm schauten die Kinder, Knecht Ruprecht und St. Nikolaus auf den Gast. Grüß Gott, lieber, sagte Knecht Ruprecht schließlich. Ja, lieber Engel Gabriel, ne? Ergänzte der Bärtige verlegen. Ich komme, um hier nachzuschauen, ob auch alle Kinder artig sind. Ich bin nämlich einer von den Engeln auf dem Felde, die den Hirten damals die Geburt des Jesuskindes angekündigt haben. Ihr kennt doch die Geschichte, oder? Die Kinder nickten und der Engel ging etwas befangen ins Weihnachtszimmer. Zwei Weihnachtsmänner folgten ihm. Den dritten, es war jener, der als erster gekommen war, hielt Herr Lem fest. Was soll denn der Unfug? Fragte er mit einer Stimme, die etwas zitterte. Der Weihnachtsmann zuckte mit den Schultern. Ja, ich begreife es auch nicht, warum er so antanzt. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er soll als Weihnachtsmann kommen, aber wahrscheinlich konnte er keinen roten Mantel auftreiben. Sie werden jetzt alle hier schleunigst verschwinden, sagte Herr Lem. Schmeißen Sie uns doch raus. Erwiderte der Weihnachtsmann und zeigte ins Weihnachtszimmer. Dort saß der Engel, aß Schnittchen und erzählte Thomas davon, wie es im Himmel aussah. Die Weihnachtsmänner tranken und brachten Petra ein Lied bei, das mit den Worten begann, nun danket alle Gott, die Schule ist bankrott. Wie viel verlangen Sie? Fragte Herr Lem. Wofür? Für Ihr Verschwinden. Ich erwarte bald Gäste, das wissen Sie doch. Ja, das könnte peinlich werden, ne? Wenn Ihre Gäste hier reinblassen, ho, 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 ho. Was ist Ihnen denn die Sache wert? 100 Mark, sagte der Hausherr. Der Weihnachtsmann lachte und ging ins Zimmer. Holt mal eure Eltern, sagte er zu Petra und Thomas. Engel Gabriel will uns doch die Weihnachtsgeschichte erzählen. Die Kinder liefen auf die Diele. Kommt doch, kommt doch, kommt, 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 schrien sie. Engel Gabriel wird was erzählen. Herr Lem sah seine Frau an. Halt mir die Kinder etwas vom Leibe, flüsterte er. Ich rufe jetzt die Polizei an. Tu es nicht, bat sie. Denk doch dran, was in den Kindern vorgehen muss, wenn ein Polizist... Das wäre uns völlig egal, unterbrach Herr Lem. Ich tu's jetzt. Kommt doch, kommt doch, kommt doch, riefen die Kinder. Herr Lem hob den Hörer ab und wählte. Die Kinder kamen neugierig näher. Hier, Lem, flüsterte er. Lem, Berlin, Dahlem. Bitte schicken Sie ein Überfallkommando. Sprechen Sie bitte lauter, sagte der Polizeibeamte. Ich kann nicht lauter sprechen, wegen der Kinder. Hier bei mir zu Hause sind drei Weihnachtsmänner und ein Engel und die gehen nicht weg.
Frau Lem hatte versucht, die Kinder wegzuscheuchen. Es war ihr nicht gelungen. Petra und Thomas standen neben ihrem Vater und schauten ihn an. Herr Lem verstummte. Was ist mit den Weihnachtsmännern? Fragte der Beamte, doch Herr Lem schwieg weiter. Fröhliche Weihnachten, sagte der Beamte und hängte auf. Da erst wurde Herrn Lem klar, wie verzweifelt seine Lage war. Komm, Papi, komm! Komm, Papi, Papi, komm, komm! Riefen die Kinder. Enkel Gabriel will anfangen! Sie zogen ihn ins Weihnachtszimmer. 250! Sagte er leise zum Weihnachtsmann, der auf der Couch saß. Psst! Antwortete der und zeigte auf den Engel, der es begab sich aber zu der Zeit, sagte und langsam fortfuhr. 300! Als der Engel begann, den Kindern zu erklären, was der Satz und die war schwanger bedeutete, sagte Herr Lem, 400! Und der Weihnachtsmann nickte. Ja, jetzt müssen wir leider gehen, liebe Kinder, sagte er. Seid hübsch brav, widersprecht euren Eltern und Lehrern, wo es geht. Haltet die Augen offen und redet, ohne gefragt zu werden. Versprecht ihr mir das? Ja, Digga, ja, klar, Digga. Die Kinder versprachen es. Und nacheinander verließen der Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht, Sankt Nikolaus und der Engel Gabriel das Haus. Ich fand's nicht richtig, dass du Geld genommen hast, sagte Knecht Ruprecht auf der Straße. Das war nicht geplant. Leute, die sich Weihnachtsmänner mieten, sollen auch dafür bezahlen, meinte Engel Gabriel. Aber nicht so viel. Wieso nicht? Alles wird heutzutage teurer, auch das Bescheren. Expropriation der Expropriateure, sagte der Weihnachtsmann. Ganz richtig, sagte Sankt Nikolaus. Wo steht denn geschrieben, dass der Weihnachtsmann immer nur was bringt? Manchmal holt er auch was. In einer Gesellschaft, deren Losung hast du was, bist du was heißt, kann auch der Weihnachtsmann nicht sauber bleiben, sagte Engel Gabriel. Es ist kalt, sagte der Weihnachtsmann. Vielleicht sollten wir das Geld für einen wohltätigen Zweck irgendwie zur Verfügung stellen. Was meinst du? Schlug Knecht Ruprecht vor. Also erstmal sollten wir eine Kneipe finden, die noch auf hat, sagte der Weihnachtsmann. Sie fanden eine, nahmen ihre Bärte ab, setzten sich und spendierten eine Lokalrunde, bevor sie weiter beratschlagten. Robert Gernert, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, das war's. Großes Festergang. Herzlichen Dank.